Wie mache ich meine sozialen Medienbeiträge? Damit ein wunderschön herzliches Willkommen hier auf meinem Kanal. Heute geht es um das Thema soziale Medienbeiträge. Ich benutze aktuell das Adobe Express. Die Pro-Version. Es gibt auch eine kostenlose Version, die ist deutlich abgeschwächter als die Pro-Version. Kostet im Monat ca. 12 Euro, jährlich 120 Euro. Und das Tool ist für Banner, für Thumbnails, für soziale Medienbeiträge, Webseite und Co. gedacht. Und ich werde euch hier jetzt einen sozialen Medienbeitrag gestalten, ein bisschen was dazu erzählen, wie ich das genau mache. So, wir sind hier in Adobe Express angekommen. Als erstes kann man hier neue Projekte erstellen, Projekte ansehen, irgendwelche Branding, Bibliothek, Zeitplan und Training. Ich gehe einfach auf Benutzer definiert und die dann auch Beitrag für soziale Medien. Da haben wir eben eine Auswahl von Twitter bis hin in Facebook, YouTube, LinkedIn, Snapchat, Twitter. Wir können aber auch hier noch irgendwas posten. Profil für Banner, dann Standard, dann hier noch irgendwelche selber benutzte, definierte. Aber wir den auch Instagram, Quadrat, sage ich jetzt mal. Ja, diesmal ist das Thema, Parabol ist ein Sponsor. So. Ich habe bei mir, hier in Logo das, Parabol schon reingetan. Somit muss ich das nur noch hier einfügen. So, jetzt könnte ich noch mal ein bisschen über den Parabol Medienzentrum. Irgendwas fehlt mir. Als erstes haben wir hier Vorlagen. Das sind Flyer, Instagram, Logo. Die kann man verwenden, aber die brauche ich nicht. So, dann habe ich hier Text, Fotos kann ich hochladen, Design-Elemente, Hintergründe, Aber ich nehme einfach hier Fotos und suche mal nach Kamera. Ist auch nicht immer so dann einfach zu überlegen, was nehme ich genau. Weil ich gebe hier so viele Bilder. So, hier ist im Hintergrund noch etwas drin. Das wollen wir nicht haben. Und somit sage ich Hintergrund entfernen. Geht eigentlich relativ sehr gut. Man kann selber dann nochmal ein bisschen was anpassen. Aber in der Rede macht das eigentlich schon. So, dann würde ich vielleicht hier noch ein Textfeld dann tue ich da noch vielleicht noch mal in etwa rot.
Super. Parabolmedienzentrum. Oder Medienzentrum Parabol Nürnberg. Dass man auch einfach gleich weiß, wo der Ort ist. So. Okay. Das ist soweit erstmal. Hier könnten wir vielleicht noch so einen Weichlände. So. Hier tue ich wieder den Hintergrund entfernen. Das war der falsche, aber auch da, ich wollte hier den Hintergrund entfernen. Mal schauen, was echt da alles rauskommt. Perfekt. Genauso wollte ich es auch ungefähr haben. Dann haben wir hier so einen kleinen Monitor. Dann ich hier den hier. Da noch vielleicht so hinpacken. Und dann könnten wir vielleicht mal den da machen. Vielleicht auch mal Hintergrund. So, Radio. Okay. On Air. Hier, dann haben wir hier ein Mikrofon, einen Schnitt. Dann hier haben wir auch nochmal einen Schnitt. Kamera. Kamera. Nee, das ist dann soweit fertig. Und dann mache ich nur noch hier Lauschhilfe einfügen, weil das ist einfach unsere Zeichen und das fühle ich einfach irgendwo in der Ecke, dass wir wissen, das sind genau unsere Bilder. Jetzt könnte ich aber nochmal überlegen, ob ich vielleicht irgendwas noch anpassen möchte. Vielleicht einen Hintergrund hinfüge. Himmel. Und ja, so könnte man echt lassen. Ja, das ist mir echt einen fertigen. Oh, echt gibt da auch andere. Ich kann euch mal zeigen, was ich sonst noch so gemacht habe. Die sind teilweise echt cooler. Wie zum Beispiel der hier. Das finde ich auch sehr cool. Aber wir haben ja auch lauter mehr. Ja, wir suchen dich 36 Mal schlafen, 43 Tage. Das sind alle schöne Bilder geworden. Ihr habt nicht mal ein Bild gesehen. Und was ist hier mein Fazit zu Adobe? Ja, ich finde das Tool sehr cool. Sonst finde ich aber Adobe ein wenig zu teuer und sehr abzockerei, weil es einfach, wenn man ihn ja jährlich irgendwie holt und dann irgendwie kündigen möchte, dann muss man nochmal manchmal eine Strafgebühr bezahlen oder wenn man jährlich in monatlichen abbauen möchte, dann muss man eben ein bisschen in ja, Strafe zahlen und das ist nicht so toll. Wie ist deine Meinung dazu? Seid ihr Adobe Kunde oder ist das etwas für euch? Ich kann das nur am Herz lesen. Ich werde irgendwann auch bei mir die ganzen Thumbnail machen. Aber das dauert alles nach und nach, weil das sind über 1000 Videos, die ja in der Vergangenheit schon
produziert wurde. Ja, wie ist deine Meinung zum Adobe? Und dann würde ich sagen, wir hören uns dann einfach beim nächsten Erklärung-Tutorial-Video. Das war ja Adobe Express, wie ich meine soziale Medienbeiträge mache und wie ich euch vielleicht dazu hinreißen kann, auch vielleicht das Programm zu verwenden. Und damit sage ich von euch, von mir, schönen Tag, macht gut, bleibt gesund, ciao, ciao.